Na? MDR Sachsen-Anhalt, das Radio wie wir und der SC Magdeburg mit den Fan-Talks nach den Heimspielen des SC Magdeburg. In diesem Fall ein ERF-Pokalspiel, das wir mit 18 Toren Vorsprung gewonnen haben gegen Maccabi Tel Aviv. Wir meint natürlich alle, die den SC Magdeburg unterstützen und zuallererst auch die, die auf der Platte standen und stellvertretend für die Mannschaft. Jetzt hier Daniel Pettersson. Zuallererst, bevor es irgendwer anders reinruft, das ist mein absolutes Lieblingsinterview, weil es endlich auf Augenhöhe stattfindet, so halbwegs. Du bist mein absoluter Lieblingsspieler. Wie groß bist du? 1,79. 1,79? Oder? Geil, dann bin ich 1,76, cool. Entschuldigung, ich muss nicht meinen Personalausweis ändern. Nein, Daniel, herzlichen Glückwunsch. Du hast das 6.000. ERF-Pokaltor für den SC Magdeburg erzielt. War das vorher ein Thema in der Mannschaft? Nein, ich habe nie gehört, dass was diese... Ja. Die haben dir das nicht gesagt? Nein. Denk mal drüber nach. Hat schon jemand zu dir gesagt, dass du eine Kiste Bier ausgeben musst oder sowas? Ja, viele Leute haben das gesagt. Und was wirst du tun? Ja, ich glaube, ich müsste. Willst du drauf anstoßen oder darfst du nach dem Spiel kein Bier trinken? Nein, kein Bier. Wer möchte das Bier? Bitte sehr. Nee, das sind ja kleine Kinder. Hier, willst du ein Bier? Auch nicht? Okay, ist ja auch egal. Wie hast du das Spiel wahrgenommen? Ich denke, wir haben sehr gut gespielt. Wir haben Fokus vor 60 Minuten und das ist ein bisschen schwer, wenn wir haben eine sehr gute Mannschaft und ja, ich glaube, wir haben sehr gut gespielt. Und man hatte ja den Eindruck, dass heute auch ein paar Spieler auf der Platte standen, die sonst nicht so viel Einsatzzeiten bekommen irgendwie. Du gehörst da auch dazu. Da hat man da eine extra Motivation? Ja, ein bisschen. Das ist so geil, wenn ich spiele. Und ja, das ist schön, wenn wir können, alle Leute können spielen und ein bisschen, ja. Wie hast du dich eingelebt in Magdeburg? Was? Wie hast du dich eingelebt? Fühlst du dich wohl in Magdeburg? Ja, ich mag das viel. Ich finde Magdeburg ist sehr, sehr schön. Du bist ja so ein... Da freuen die sich immer, wenn du sowas sagst. Ein bisschen. Du bist ja so ein Schwede. Ja. Die sind ja so ein bisschen kühler. Also die sind ja von den Emotionen her, die zeigen die ja nicht so oft, ja? Du bist so ein ruhiger, zurückhaltender, oder? Sagst du auch manchmal schlechte Worte und schreist rum? Vielleicht. Sowas wie... Nee. Das mag nie. Nee. Also dir würde auch nie rausrutschen, Magdeburg ist eine tolle Stadt, ich liebe euch alle. Ja. Sowas würdest du sagen? Würdest du sowas sagen wie, dass du Herzchen in den Augen hast und dass du sagst, Magdeburg, ich liebe euch alle, sowas rutscht dir auch nicht raus? Ich habe das bestimmt. Du hast es nicht verstanden. Mir hat mal jemand im Interviewseminar gesagt, dass Skandinavier, wenn sie nicht antworten wollen, sagen, ich habe das nicht verstanden. Ich probiere mein Glück weiter. Hast du einen Lieblingskumpel so in der Mannschaft? Oder seid ihr alle gleich cool miteinander? Ja, alles ist cool miteinander. Ja. Wie ist denn das, das ist etwas, was wir lange Zeit nicht gesehen haben in Magdeburg, dass ihr, bevor die richtige Erwärmung losgeht, dass ihr alle noch Fußball zockt so ein bisschen. Da bist du auch mit dabei. Geht es da auch so um kleine Wetten oder sowas? Oder ist das nur ganz normal? Ich finde, das ist ein bisschen normal. Das ist... Mika, ich, Finn, Zalle und Mess, das ist... Wer ist der beste Fußballer in der Truppe? Ah, ja, das ist schwer, das ist schwer. Ich hätte fast jetzt dieses Bier verwettet, dass du sagst, ich. Ja, aber ich finde Matze gut. Matze Musche? Ja, Matze ist ein guter Fußballspieler auch. Matze Musche, hast du das gehört? Du musst also an der Kiste Bier für das 6.000. Tor einen ausgeben. Das wäre total großartig. Ansonsten, was glaubst du, was diese Mannschaft jetzt in dieser Saison noch erreichen kann? Das war der 11. Sieg in Folge. Man hat den Eindruck, ihr habt euch gefunden. Ihr denkt von Spiel zu Spiel. Man sieht auf der Platte, dass ihr euch gut versteht. Jeder kämpft für jeden. Der Trainer scheint euch gut zu erreichen. Wohin geht die Reise in dieser Saison noch? Ja, ich hoffe, dass ihr Final Four hier in den EHF-Pokal und dann wir haben, ja, ich glaube, das ist 2 Punkte hinter Fischer Berlin. So, ich glaube, ein bisschen höher und wir haben geil zusammen, so
Das ist das Wichtigste. Das Schönste? Das Schönste, das klang so ein bisschen wie Fische Berlin und ab jetzt sagen wir das immer so. Das macht sie noch ein bisschen harmloser, aber das kann man ja schon mal machen. Machst du solche Interviews eigentlich gern? Ja, ein bisschen, ein bisschen. Aber das ist ein bisschen schwer in Deutsch, aber... Machst du Deutsch, also Unterricht? Nimmst du Deutschunterricht? Ja, zweimal per Woche habe ich Deutschunterricht. Bei einem Lehrer oder einer Lehrerin? Lehrerin. Bei einer Lehrerin? Ja. Ist das eine ein Lehrer? Das ist schwer. Na, dann guckt ihr euch zusammen dieses Interview an und alle Fragen, die du angeblich nicht verstanden hast, die lässt du dir dann einfach übersetzen. Und demnächst werden wir uns dann vielleicht mal auf dem Fußballplatz sehen oder sowas. Hast du eigentlich einen Lieblingsplatz in Magdeburg, wo du spazieren gehst mit deiner Freundin oder so? Na, in der Nähe auf Getek Arena. Du bist immer in der Nähe von der Getek Arena? Nein, ein bisschen Spaziergang in dem, was heißt das, Rote Hornpark? Diese große Park, Stadtpark. Im Stadtpark? Ja, genau. Das ist sehr schön. Kann man dich, also habt ihr ihn da schon mal gesehen? Wenn man dich trifft, kann man dann sagen, ey Daniel, alles gut? Ja, natürlich. Ja? Natürlich. Okay, also wenn Sie ihn das nächste Mal sehen, dann können Sie alle Ihre Fragen stellen. Und ich weiß, wenn das Mikrofon nicht dabei ist, dann versteht er sogar noch ein bisschen mehr. Da bin ich mir ganz sicher. Ansonsten, lieber Daniel, du bist ein sehr cooler, entspannter Typ. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir dich in Magdeburg haben. Ich glaube, dass du für einen Teil der Zukunft des SC Magdeburg stehst. Bitte bleib uns treu. Fühl dich wohl. Guck in diese Gesichter. Die haben dich alle lieb, auch wenn du so ein bisschen weniger Emotionen immer gerne zeigst. Und ansonsten viel Glück. Bleibt alle unverletzt. Und ich danke, Sie können jetzt alle Fotografien machen, Unterschriften sammeln, Autogramme einsammeln und wer das Bier sich nimmt, der darf es auch behalten. Ich spendiere das einfach, seid ganz vorsichtig. Aber über 18 müssen Sie sein. Und Daniel, merkst du das? Die Leute kommen und wir werden erdrückt. Tschüss, machen Sie es gut. Kommen Sie zum nächsten Heimspiel und sagen Sie allen Bescheid, wie toll es beim SC Magdeburg ist. Danke dir.